Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen, zu einem weiteren kleinen Video auf meinem beschaulichen Kanal Lederchens große Kiste. Ich bin Leder und heute komme ich mit einem kleinen, aber feinen Update zu euch mit einem anschließenden Unboxing, gell? Für alle, die es interessiert, gell? Und mal wieder geht mein Dank raus an meinen lieben Freund Chris76, der mir den folgenden Film hat zukommen lassen. Mein lieber Chris, mal wieder tausendfacher Dank, mein lieber Freund. Gell? Und um den Film, um den es geht, ja, ist nichts Geringeres als Chucky, die Mörderpuppe, der allererste Teil. Gell? Und wie gesagt, noch eingeschweißt und gleich nicht mehr. Gell? Auch ein kleines Unboxing noch gleich. Ja, hier habt ihr die Vorderseite, hier habt ihr die Rückseite und noch ist es halt eben eingeschweißt, also wenn das jetzt so ein bisschen spiegelt oder glitzert, dann ist das wegen der Folie. Ja? Mein lieber Chris, vielen lieben Dank für dieses kleine, aber feine Update. Jawohl, jetzt habe ich wieder ein neues Horror-Franchise für mich, der erste Film. Deshalb neu. Ich kenne die Filme natürlich, aber ich meine jetzt in meiner Sammlung neu ist hier Chucky der allererste, der Auftakt für ein neues Franchise, also neu in Anführungsstrichen, gell? Für meine Sammlung neu, nämlich Chucky die Mörderpuppe. Jawohl, und da bin ich auch schon sehr drauf gespannt, den Film zu sichten. Ich habe ihn natürlich schon oft gesehen, aber jetzt auch einmal in aller Ruhe, gell? In einer neuen DVD quasi, gell? Und ich bin gespannt. Und wir alle wissen ja, Brad Dourif spricht ja diese bösartige Puppe, gell? Einfach fantastisch. Mein lieber Chris, vielen lieben Dank für dieses kleine, aber feine Update. Und nun gehen wir über zum Unboxing, gell? Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen, zum Unboxing für Anfänger von einem Anfänger, gell? Natürlich alles mit einem Augenzwinkern zu verstehen, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ja, also hier haben wir den Film eben noch eingeschweißt und jetzt kommt die große Sensation, er wird ausgeschweißt. ja, gut, man nehme einen spitzen Gegenstand, gell? In meinem Fall eine Schere und mal sehen. Man ritze hier ein. Ja, oh, ohne Verletzungen, wunderbar. Und man entferne die Folie, wenn man nicht zu doof ist, gell? So, wie in meinem Fall. So, gell, man entferne die Folie. So. Jawohl. Und da haben wir den Film nun ausgepackt, gell? Wunderschön. Hier sieht einfach gut aus. Hier auch mal den Spine, den Rücken. Ja, auch nicht schlecht, gell? Und die Rückseite. So sieht die DVD aus, sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Ja, oh ja, schön. Sehr schön. Und jetzt natürlich die große Frage, ein Wendecover oder nicht? Nein, kein Wendecover. Schade, kein Wendecover. Was soll man machen, gell? So, jawohl. Das war dann auch schon mein erstes Unboxing. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit dem Video, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Zeit vertreiben. Wenn dem so gewesen sein sollte, meine lieben Freunde und Freundinnen, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich freuen. Ansonsten sage ich, wir sehen und hören uns zum nächsten Video wieder, gell? Bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage tschüss bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.